Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist es mal das YouTuber-Battle und neben mir seht ihr schon meinen Mate. Ale oder so, oder wie spricht man dich aus? Ale oder so. Ah, perfekt. Der hat das Ganze nämlich organisiert und das Pack, das ich gemacht habe, das blaue da, soll für ihn sein. Ja, das. Okay, den ersten habe ich. Nein, hey, der Idiot ist richtig hart drin. Oh, wer? Dieser Ratzek? Ja. Perfekt. Okay, ich mache ganz schnell Glück. Ja, Leute. Ziemlich lange dauert, das zu organisieren. Schlussendlich, ich habe die Hälfte gefehlt. Hä, bruh. Und da kommt jemand. Und da, Nein! Ich hab's Bett. Ist auch runter. Ja, oh Gott. Ja, ich hab einfach das Bett geholt, Digga. Perfekt. Ach du, es kommt einer. Nein, pass auf, Digga, pass auf. Ja, ja. Was? Nee. Ja, das ist easy, Digga, das ist easy. Ich hau ihn einfach auf die Brücke ab. Nee, lass mal. Warte. Ah, oh, nur noch. Es ist schon 101, also 2v2. Was sieht's? So, warte, ich bleib hinten. Ja. Ja. Hey, willst du mich verarschen, Mann? Ja, ja. Gewonnen, easy. Bob Bridge. Nein, die safen Gold! Sag doch, dass sie nicht Gold spielen dürfen! Plain TV. Oh mein Gott! Ich glaube, ich krieg die wieder. Wieso? Okay, ich jump runter, schon okay. Ich jump runter. Ich bin vielleicht tot? So, Leute, kurzes Vorwort. Ich habe alles jetzt aufgenommen. Ihr habt jetzt das YouTuber-Battle hauptsächlich gesehen. Also Bad Boss. Ich weiß, dass die zweite Runde sehr unlucky war. Die erste war irgendwie scheiße. Wahrscheinlich hätten wir gewonnen, weil die schweren Gegner sozusagen jetzt vernichtet wurden. Aber scheißegal. Leute, ich werde euch jetzt alles erzählen. Ich habe eigentlich schon alles aufgenommen. Oder eigentlich nicht aufgenommen, weil... Ist der, ich habe aufgenommen und ich habe vergessen, den Aufnahme-Button zu drücken, damit es aufnimmt. Ich habe auch alles schon gesagt, so keine Ahnung, eine halbe Stunde lang, und jetzt muss ich wieder alles vorlabern.
Ich habe mit Ale oder so nämlich Bedwars gespielt gehabt, wo ich alles erzählt habe. Jetzt bin ich in Singleplayer Map. Also ich habe die das Haus irgendwie selber gebaut vor ein paar Wochen. Wir können mal anschauen, wie es findet. Ich finde es relativ nice und Sachen erzählen und so. Und das werde ich heute jetzt, nämlich werde ich euch erzählen, was jetzt alles so abgelaufen ist und mir das nicht so gefällt. Perfekt, ja. Sozusagen, ihr habt alles gesehen. Ich werde es jetzt kurz noch zusammenfassen. Wir haben relativ lange gebraucht, bis wir da starten konnten. Es waren auch alles andere Leute. Es waren auch wirklich alles andere, fast alles andere Leute. Die Hälfte wurde jetzt verschoben. Es wurden neue Leute gesucht innerhalb von 15 Minuten oder so. Und das sind alles YouTuber, ja, aber ich werde es nicht verlinken. Und ich werde es auch nicht sagen, wieso, aber vielleicht könnt ihr ja mal raten, wieso. Außer Ale oder so, natürlich, ne, der ist ein ganz frischer Typ. Und ja, natürlich fange ich jetzt einfach an, wenn das YouTuber-Battle gestartet hat. Natürlich gibt es einen, der Crafter Graphics heißt. Man kann ja auch nicht immer perfektes Battle haben, wo alle Leute perfekt sind. Darunter war auch ein Stück Scheiße. Graphics auf jeden Fall. Und ja, Leute, der hat auch die ganze Zeit rumgeheult, rumgeschissen. Aiden ist so beschuldigt, er kann nichts organisieren, er ist scheiße, weil die Hälfte online gekommen ist, aber was kann er denn dafür, wenn die anderen nicht online kommen, ne? Ganz ehrlich jetzt so. Er hat auch nichts anderes gesagt, er hat keine Argumente gebracht, scheißegal. Haben wir trotzdem mal das YouTuber-Battle gestartet mit anderen Leuten. 4x2, wie ihr es kennt, Leute, Freunde, und wie soll ich sagen, es lief gut. Wir haben beide Ansagen gemacht, ihr habt alles gesehen. Hab das erste Team ausgelöscht, also das Bett abgebaut zumindest. Hat er gesagt, spring runter, Simon. Ja, bin ich runtergesprungen. Dann hat er den gekillt. Ist auch super gegangen so. Und dann, ja, ist natürlich, ja, wer ist wohl gekommen? Crafter Graphics. Genau. Kann ich mal alle Deutsch, Alter. Crafter Graphics ist natürlich gekommen. Ja, ich weiß nicht wieso, aber er hat rumgebackert. Ich glaube, er ist irgendwie rausgetappt oder so. Ich weiß es nicht. Ihr hört es auf jeden Fall in der Aufnahme. Ich weiß es nicht mehr, aber hat dann rumgeheult. Dann sind wir in eine neue Runde gegangen, natürlich, weil wir so nett sind, ne? So ist auf jeden Fall. Und ja, dann hat es auf jeden Fall eine Stunde weiter gedauert, weil der eine getimt ist, der eine ist wieder off. Keine Ahnung, was passiert ist. Da habe ich inzwischen ein paar Runden TTT, wahrscheinlich TNT oder TTT gespielt, die nicht so nice waren, wie ich fand, weil Crafter Graphics wieder wie ein Stück Scheiße rumgeheult hat. Aber ja, so verging dann auch die Zeit mal bis eine Stunde, halbe Stunde. Zweite Runde, perfekt. Startet sozusagen, perfekt. Ich gehe wieder, naja, bisschen Target muss sein. Bin ich wieder zu den Gelben gegangen. Das war Crafter Graphics, wer hätte es gedacht. Hab fast das Pad gehabt. Leider habe ich dieses Pad haben können, wenn ich, weil ich keine Hotspicke habe. Und Ding meinte halt, alle meinte halt so, jo, ich bin runter, ich brauche Unterstützung oder so. Ich hätte das so in der Art auf jeden Fall, das stimmt auf jeden Fall. Bin runtergesprungen, leider unlucky, hatte genau das Bett abgebaut, wo ich unten am Sterben war. Ja, das war ziemlich scheiße. Ja, das war wirklich Pech so, ne? Ich wollte echt richtig nice Runden so bringen, Leute, damit ihr echt Unterhaltung habt, aber das ist nicht so gelungen. Tut mir leid, Leute, ich werde in Zukunft auf jeden Fall mehr achten, wirklich Qualität meine Videos reinzustecken. Bald beginnt Schule, werde ich wieder ein bisschen depressiv, ne, ihr wisst. Ja, relativ spät in der Nacht, ich will jetzt auch mal aufhören. Später werde ich noch, wird noch alle oder so, ich spreche ihn immer falsch aus, alle spricht man ihn aus, alle oder so, wird noch ein bisschen etwas zum Schluss dafür sagen. So, Leute, jetzt steht wieder neben mir alle, natürlich alle oder so. Und ja, ich habe ihn auf jeden Fall verlinkt und schaut auf jeden Fall vorbei bei 10 Likes auf von beiden Kanälen oder 15, ja, kommt schon, Leute, 15 Likes bei beiden Kanälen, nee, 15 Likes bei beiden Kanälen wird ein zweites YouTuber-Battle geben, das auf jeden Fall sehr viel besser wird. Auf jeden Fall ist es jetzt so, ne, mit dem YouTuber-Battle. Schaut unbedingt bei SLP vorbei, ihr könnt auch sein Video anschauen, habe ich auch verlinkt, genauso wie sein Kanal, hier oben rechts, und
Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Auch bis zum Und ja, bei 15 Likes auf mein Video, vielleicht auch auf das von SLP, wo ihr auch vorbeischauen könnt. Das ist neue YouTuber-Battle, das ist das zweite. Und vielleicht können wir da irgendwas reißen. Und dann würde ich sagen, Bussi. Tschüss. We'll be right back.